Ein Lebenszeichen der Kunst soll es sein. Kunst, die man lange nur noch digital wahrnehmen konnte. Hier kommen gleich knapp 60 Künstler aus dem norddeutschen Raum mit Abstand zusammen, trotz oder gerade wegen Corona. In den Werfthallen von Robbe und Berking in Flensburg will man Künstlern in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten wieder eine Öffentlichkeit geben. Eigentlich widmen wir uns hier nur dem Thema Yachtsportgeschichte im Museum, aber wir haben gesagt, wir wollen es auch mal Themen widmen, die uns gerade besonders am Herzen liegen oder dies besonders verdienen. Und jetzt kam Corona und die Künstlerinnen und Künstler gehörten zu den besonders Notleidenden. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch eine große Ausstellung machen, wo sie alle auch ihre Ateliers hierher verlegen. Und die Künstler kommen immerhin aus Hildesheim und Berlin und Hannover und Hamburg und Bremen und ganz Schleswig-Holstein, 58 an der Zahl. Und die Verkaufsausstellung entstand in gerade mal nur 4 Wochen Vorbereitungszeit. Die haben ja hier mit viel Herzblut etwas gemacht, was, finde ich, beispielhaft ist für eine Gesellschaft, die ja viele Sachen im Fokus hat, aber auch manchmal so ein bisschen die Kultur vergisst. Viele Künstler nutzen das Angebot auch, um hier während der knapp 4 Wochen an neuen Arbeiten zu feilen. Wie diese Künstlergruppe, die die Leidenschaft für Sägeboote verbindet. Also eigentlich ist es ganz toll, dass wir ein Thema bearbeiten, aber jeder sein eigenes Ding macht und wir uns insgesamt sehr, sehr gut verstehen, was auch toll ist, weil man als Künstler eigentlich Einzelkämpfer ist. Wir machen uns ja also nicht direkt Konkurrenz, sondern wir, denke ich, beflügeln einander. Und ich denke, da wird jeden Tag eine andere Stimmung, eine andere Schwingung sein und dementsprechend werden wahrscheinlich auch die Bilder unterschiedlich entstehen. Und es lohnt sich bestimmt auch mehrmals vorbeizuschauen. Eine Ausstellung im Wandel also. Offiziell eröffnet wird sie von Schirmherrin Karin Prien. Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Zeichen für die Kultur, aber auch für die Kulturschaffenden im Land, dass es wieder losgeht, also dass Kultur sich sozusagen auch wieder den Raum erobert in der Gesellschaft, in unseren Herzen, in unseren Köpfen. Und wir brauchen das so ganz dringend, weil ich finde, gerade in einer solchen Krise spielt Kultur eine riesengroße Rolle, um zu verstehen, um auszudrücken, was jetzt eigentlich gerade passiert. Aber es ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Werke zu verkaufen. Und deshalb ist die Initiative großartig. Kunst wieder vor Ort erfahren und so die Kunstszene wieder aufblühen lassen. Unter Corona-Bedingungen natürlich. Noch bis zum 21. Juni kann man die Kunstausstellung besuchen.